Ich möchte bei meinem Vortrag beginnen unter dem Titel Die Arbeit des Kommunikationsdesigners an sich selbst mit einem Zitat, dessen Quelle ich dann später lüften werde. Alle Kommunikatoren, das heißt solche, die sich beruflich der Kommunikationsmittel bedienen, sind in ihrem Gewissen verpflichtet, sich die Kenntnis und Bildung anzueignen, die zur rechten Erfüllung ihres Berufes erforderlich ist. Dies gilt umso mehr, je größer die Verantwortung ist, welche die berufliche Stellung für die Qualität der Kommunikation mit sich bringt. Besondere Verantwortung tragen jene, welche anderen zu kritischem Urteil und zur Gewissensentscheidung anleiten, zumal wenn deren Reife und Vorbildung unzulänglich ist. Diese ernste Verpflichtung erstreckt sich auf alles, was irgendwie das Menschsein einzelner oder vieler Menschen bereichern oder schädigen kann. Es darf auch nichts unversucht gelassen werden, die Rezipienten, Hörer, Leser, Zuschauer so anzuleiten, dass sie alles, was ihnen durch die Medien geboten wird, richtig deuten, daraus möglichst großen Gewinn ziehen und so schließlich an ihrem Platz des Lebens das Leben der Gesellschaft aktiv mitgestalten. Nur dann entfalten die Kommunikationsmittel ihre volle Wirksamkeit. Zitat Ende. Wie Sie bereits erfahren haben, Gerhard Schweppenhäuser, Gertrud Nolte und ich sind gemeinsam auf dem Wege zu einer Ethik des Kommunikationsdesigns. Ziel unseres Forschungsvorhabens ist es, einen Ethikkodex für Kommunikationsdesigner zu erschließen. Wir beabsichtigen, ein gewisses Reflexionsgleichgewicht zwischen Erfahrungsdaten, also der Alltagspraxis des Designs, und insbesondere des Kommunikationsdesigns und mehr oder minder moralphilosophisch, normativ, theoretischen Überlegungen walten zu lassen. Damit Sie dieses Vorhaben besser einordnen können, möchte ich Ihnen kurz eine Vorgeschichte der Ethikkodizes bieten und eine Reihe von bestehenden Ethikkodizes vorstellen. Ich werde mich dabei an jenen Richtlinien orientieren, die sich auf dem Feld der Kommunikation, das heißt der kommunikationsbezogenen Ethikrichtlinien und der freiwilligen Selbstkontrolle und Selbstverpflichtung bereits etablieren konnten. Worauf wir da besonders achten wollen, ist die Frage, ob sich diese Ethikkodizes überhaupt auf einen einheitlichen Kommunikationsbegriff stützen und ob wir noch ein Stück Arbeit vielleicht vor uns haben, um uns überhaupt den heutigen Sinn und die gegenwärtige Bedeutung des Kommunikationsbegriffs. Darüber müssen wir uns verständigen, das haben wir uns vorgenommen. Denn das scheint mir ein vordringliches Problem unseres Forschungsvorhabens zu sein. Der Alltagssprachgebrauch von Kommunikation ist wohl gerade deshalb so leistungsfähig, weil er nicht sonderlich trennscharf ist. Untersucht man die unterschiedlichen disziplinbedingten Verwendungsweisen des Terminus technicus Kommunikation, stößt man auf eine Fülle von Definitionsansätzen zum Begriff der Kommunikation. So in der Sprachphilosophie beispielsweise, der Semiotik, der Psychologie, der Systemtheorie, der Kybernetik und man könnte noch viele andere Disziplinen anführen. Stellen wir dem aber den alltäglichen Sprachgebrauch von Kommunikation gegenüber, merkt man sehr rasch, dass wir es mit einem recht diffusen Begriffsbild zu tun haben. Aber womöglich erfahren wir durch bestehende Empfehlungen und Richtlinien und Kodizes etwas mehr über die Frage. Denn machen wir uns klar, wie die Verwendung des Begriffs Kommunikation im Rahmen von Kodizes geleistet wird, kommen wir zu einem Ergebnis, das ich der Einfachheit halber schon einmal vorausdeuten möchte. Die Rede ist fast durchweg von sozialer Kommunikation. Intimere Formen der Kommunikation tauchen nur in ganz bestimmten Hinsichten auf. Dazu später mehr. Nun möchte ich eine kurze Geschichte oder Einführung in die Ethikkodizes, mit denen wir uns in der Gegenwart auseinandersetzen müssen, bieten und die mit einigen Beispielen verknüpfen. Blicken wir zurück auf die Geschichte der Ethikkodizes, führt kein Weg vorbei an der Allgemeinen Menschenrechtsdeklaration von 1948. Denn in dieser Erklärung sind bereits gedankliche Versatzstücke und Elemente kodifiziert, die in den späteren Formulierungen von Ethikkodizes wiederkehren sollten. Für unsere Belange besonders wichtig ist in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, diesen die verbrieften Rechte von Kommunikation auf Rechte auf Kommunikation bzw. Kommunikationsfreiheit, Freiheit der Rede und der Meinungsäußerung. In der Folge strebt man nicht mehr nur nach Kommunikation und Information, vielmehr ist daraus ein einforderbares Recht geworden.
Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass dieses gesetzte Recht ein Anlass dafür gewesen ist, die Einforderbarkeit von Kommunikationsfreiheiten und das Recht auf freie Meinungsäußerung gleichzeitig durch konkurrierendes Recht einzugrenzen, zum Beispiel durch die Berufung auf Menschenrechte wie die Würde des Menschen und den Schutz der Person vor Diskriminierungen aller Art. Um ein uns allen gegenwärtig vor Augen stehendes Beispiel zu bringen für diesen Konflikt. Sie erinnern sich, auf das Beispiel zu verweisen, der Film Unschuld der Muslime, vor kurzem heiß diskutiert, hat diese widerstreitenden Rechte mal wieder in die Öffentlichkeit getragen, den Konflikt in die Öffentlichkeit getragen. Also konkurrierendes Recht, das müssen wir uns vor Augen halten. Diese verbrieften Rechte, die der Achtung des anderen gelten, stehen einem exzessiven Gebrauch des Rechts auf eigene Meinungsäußerung entgegen. Bei diesen Setzungen und Widersetzungen ist das Ergebnis eine allgemeine Verrechtlichung vieler Lebensbereiche. Diesen Aspekt sollte als historisches Hintergrundwissen im Auge behalten werden, wenn wir über das Wesen von Ethikkodizes nachdenken. Definieren doch ethische Kodifizierungen gleichsam eine Zwischenwelt, eine Sphäre zwischen der Welt des Rechts und der unmittelbaren Lebenswelt als einer noch nicht vollständig verrechtlichten Sphäre. Gestattet sei ein kurzer Blick zurück ins Mittelalter. Damals bildeten eine Vielzahl von Berufsgruppen Vereinigungen, die für die Einhaltung von Qualitätsstandards ihres Berufsstandes verantwortlich waren und die Herstellungs- und Verkaufsmengen und angemessene Preise für Güter und Dienstleistungen festlegten. Diese Kooperationen, Sie kennen sie alle, trugen die Namen Zünfte und Gilden. Doch diese Zunftwirtschaft war einer modernen Ökonomie nicht gewachsen, sprich offene Märkte, freie Arbeitskräfte, Kommerzialisierung von Grund und Boden und Preiskonkurrenz vernichteten diese Art von handwerklichem Gewerbe. Heute stellen moderne Berufsverbände Richtlinien auf und gehen mit diesen selbstverpflichtenden Vorgaben an die Öffentlichkeit. Der Sinn des öffentlichen Zurschaustellens von Verhaltenskodizes für Berufsgruppen ist es, durch allgemeine Verpflichtungen auf ethische Normen die Professionalisierung eines Berufsstandes voranzutreiben. Das heißt, es wird ein Druck auf die Mitglieder eines Verbandes bzw. die Vertreter einer Berufsgruppe ausgeübt, durch die Orientierung an ethischen Normen besser zu werden. Eine Konkurrenz hinsichtlich ethischer Funktionstüchtigkeiten zu etablieren, hat im Zeitalter des Marketings, der PR und des Product Placements durchaus auch Imagegründe. Besser werden kann dann ebenfalls bedeuten, einen Glorienglanz von Moralität auf die Produkte einer Berufsgruppe lenken zu wollen, und zwar gerechtfertigtermaßen. Damit diese ethische Steuerung funktioniert, müssen aber erst Voraussetzungen und Gepflogenheiten geschaffen werden. Das heißt, formale Rituale und die Beherrschung entsprechender Rituale muss ausgebildet werden. Es muss ein Klima geschaffen werden für Selbstkontrolle. Die längste Zeit hat das Medium dieser Selbstkontrolle auf den Namen Gewissen gehört. Das Gewissen ist eher eine intime Form der Kommunikation, obwohl sie selbst auf soziale Kommunikation bezogen ist. Ich möchte nun das Geheimnis meiner eingangs zitierten Textstelle lüften. Sie stammt aus der Pastoralinstruktion der katholischen Kirche, Communicatio et Progressio von 1971, in der es unter Nummer 15 Gewissensverpflichtung zur Berufsvorbildung heißt. Sie müssen es sich jetzt nochmal anhören. Alle Kommunikatoren, das heißt solche, die sich beruflich der Kommunikationsmittel bedienen, sind ihrem Gewissen verpflichtet, sich die Kenntnis und Bildung anzueignen, die zur rechten Erfüllung ihres Berufes erforderlich ist. Dies gilt umso mehr, je größer die Verantwortung ist, welche die berufliche Stellung für die Qualität der Kommunikation mit sich bringt. Besondere Verantwortung tragen jene, welche andere zu kritischem Urteil und zur Gewissensentscheidung anleiten, zumal wenn deren Reife und Vorbildung unzulänglich ist. Zitat Ende. Ohne jetzt die christliche Moral sonderlich strapazieren zu wollen, möchte ich deutlich machen, dass hier ein Verhältnis von Mitteln und Zwecken zum Ausdruck gebracht wird, mithin das Verhältnis von Kommunikationsmitteln und kommunikativen Absichten und Zwecken. Es ist von einer Gewissenspflicht die Rede, die durch den Beruf des Kommunizierens selbst bedingt ist. Und es wird ein Maßstab geboten.
nämlich das Verhältnis zwischen der Verantwortung, die jemand für andere in kommunikativen Handlungen übernehmen muss, und der Qualität der Kommunikation, zumal wenn Reife und Vorbildung der Rezipienten unzulänglich ist. Ich möchte meinen, dass wir hier einiges lernen können für die Frage, was Kommunikation sein könnte. Kommunikation ist eine soziale Handlung, eine Sprach- und Zeichenhandlung, in der sich bestimmte Verhältnisse zwischen Kommunikationsmitteln und kommunikativen Zwecken realisieren lassen, die entweder nutzbringend, das Stichwort hatten wir gestern auch, die entweder nutzbringend oder schädigend sein können für Menschen. Darin äußert sich ihre spezifische Qualität. Wer ist aber berufen, zu bestimmen, was nutzbringend und mit möglichst großem Gewinn verbunden ist und was unnütz oder gar schädlich? Noch einmal die Pastoralinstruktion, Zitat: Es darf auch nichts unversucht gelassen werden, die Rezipienten, Leser, Hörer, Zuschauer so anzuleiten, dass sie alles, was ihnen durch die Medien geboten wird, richtig deuten, daraus möglichst großen Gewinn ziehen und so schließlich an ihrem Platz das Leben der Gesellschaft aktiv mitgestalten. Und nur dann entfalten die Kommunikationsmittel ihre volle Wirksamkeit. Zitat Ende. Was ungemein modern an dieser Auffassung ist, oder zumindest mir erscheint, ist der Gedanke einer Wirksamkeit von Kommunikationsmitteln. Die volle Wirksamkeit der Kommunikationsmittel kommt nur dann zur Geltung, wenn Medienrezipienten veranlasst werden, ihren Platz im gesellschaftlichen Leben selbstgestaltend und aktiv partizipierend zu erschließen können. Die pazifische Lesart dieser Vorgabe lautet: Die Kommunikationsmittel sind wirksam, wenn sie die Inklusion von Personen schlechthin in die gesellschaftliche Kommunikation leisten. Doch hinsichtlich der Frage, was es für Leser, Betrachter, Zuschauer hieße, das richtige Deuten, von dem in der Pastoralinstruktion die Rede war, zu realisieren, gibt die Instruktion keine rechte Auskunft. Fernab der Tatsache, dass es nicht das richtige Deuten gibt, macht uns der Anspruch eines richtigen Deutens auf die polemogenen Züge von Moral aufmerksam. Denn wann immer von Moral oder moralischen Werten die Rede ist, bestehen Konflikte, entstehen neue Konflikte und werden angefeuert. Ich finde das wichtig für eine spätere Diskussion, dass Wertediskurse immer in Konflikte führen müssen. Ich habe ganz bewusst das Beispiel aus der Pastoralinstruktion gewählt, weil es uns zeigt, dass eine Ethik als Reflexionstheorie der Moral die ganze Last der depotenzierten christlichen Religion zu tragen hat. Zumal sie stets mit der Herausforderung zu kämpfen haben wird, dass sie für alle Fälle vernünftig begründbare und praktikable Entscheidungsregeln nicht nur kennen, sondern auch geltend machen können müsste. Sie sehen, eine zeitgemäße Ethik wird es nicht leicht haben. Aufgrund der eben genannten Probleme hat es auch der moralisch funktionstüchtige Kommunikationsdesigner in seinem beruflichen Alltag mit einer Vielfalt von Entscheidungsschwierigkeiten zu tun. Aber diese Probleme können dadurch schon einmal reduziert werden, indem man sie auf den Begriff bringt. Daher bietet es sich an, einen Vergleich der etablierten verbindlichen Empfehlungen anzustreben, die bereits der freiwilligen Selbstkontrolle von in der und für die Öffentlichkeit werktätigen Personen aller Art zugutekommen. Darunter fallen die Kodizes zur Verhaltensführung von PR-Leuten, der Publizisten, der Werbewirtschaft, der Kommunikationswissenschaftler und Journalisten. Diese Berufsgruppen sind in Berufsverbänden wie dem Deutschen Presserat, dem Rat für Public Relations, die Deutsche Public Relations Gesellschaft und entsprechenden Berufsverbänden der Journalisten repräsentiert. Deren Richtlinien sollen für ihre Mitglieder ethische Maßstäbe setzen und gegenüber der Allgemeinheit dafür sorgen, Vertrauen zu schaffen, Öffentlichkeit herzustellen und gegebenenfalls auch das eigene Verhalten zu überprüfen. Um es kurz zu machen und den gemeinsamen Nenner all dieser Empfehlungen herauszustreichen: In der Mehrzahl der Fälle betonen die Richtlinien der betreffenden Verbände den Respekt vor dem anderen, die Wahrung seiner Würde, die Anerkennung seiner autonomen Rechte. Das ist sozusagen mal eine Schnittmenge. Es handelt sich also um Werte, die auf den Grundrechten und Grundnormen der Erklärung der Menschenrechte und dem Grundgesetz basieren und die für den Beruf und die Arbeit von Kommunikatoren aller Art als gültiges Ethos anempfohlen werden. Ferner möchten diese Grundprinzipien dazu dienen, gegebenenfalls auch das eigene Verhalten zu überprüfen.
Wieso aber beschleicht uns der unabweisliche Eindruck, dass der Respekt vor dem anderen, die Wahrung seiner Würde, die Anerkennung seiner autonomen Rechte vor dem Hintergrund unserer individuellen Lebensvollzüge mitunter fragwürdig erscheinen? Und wie gehen Produzenten und Konsumenten von Medien mit der lebensweltlichen Tatsache um, dass die abstrakte Sprache der Wertekataloge und Ethikkodizes die Praxisprobleme kaum einfängt, zumal diese ethisch-moralischen Instanzen in eigentümlicher Weise entkörperlicht sind? Dieser Mangel an verkörperter Erfahrung ist auf den Formalismus von ethischen Regeln zurückzuführen, die auf der Suche nach der guten Form sind. Die gute Form zu finden, Zitat, die gute Form zu finden ist eine Designaufgabe, zu der ein moralisch-logisches Exerzitium gehört, fordert Peter Sloterdijk. Wer sein Leben ändern möchte, kann sich zwar auf Regeln, also auf Formalisierungen einlassen und versuchen, sein Leben in eine gute Form zu bringen. Aber oft scheitern wir an der konkreten Anwendung dieser Regelhaftigkeit, weil wir uns in einer konkreten Handlungssituation die Frage stellen müssen, passt die Regel überhaupt zu den situativen Umständen oder kann ich unter den gegenwärtigen Bedingungen, bei der viele Unwägbarkeiten im Spiel sind, überhaupt die richtige Anwendung, also die angemessene Verkörperung der Regel leisten? Sprich, was soll ich tun und was ist das praktisch Gute? Unsere Aufgabe im Rahmen unseres Forschungsvorhabens ist es daher, einen Ethikkodex zu ersinnen, der in der Arbeitspraxis des Kommunikationsdesigners übersetzbar und darin einübbar erscheinen kann. Auf dieser Ebene möchten wir uns vor Augen halten, dass gerade das Design über Verkörperungsressourcen und Gestaltungskräftigkeiten verfügt, die dem rein philosophischen Diskurs seinem eigenen Begriffe nach abgehen. Das besondere Können von Designern bewährt sich im Arbeitsalltag. Denn im Arbeitsalltag wird de facto, wenn auch nicht immer explizit, die Frage nach der Bedeutung des Respekts vor dem anderen, die Wahrung seiner Würde und die Anerkennung seiner autonomen Rechte durchaus gestellt. Und zwar stellt sich die Frage just dann explizit, wenn die eigene Würde verletzt, die eigene Person missachtet und die erwünschte Anerkennung der eigenen Andersheit nicht gewährt wird. Dann fangen wir nämlich allesamt selber an, uns Überlegungen zu einer Ethik des Anderen, einer Ethik der Alterität und der Intersubjektivität zu machen, die darauf verzichtet, den Mechanismus von Prinzipienbegründung und sozialer Diskriminierung in Gang zu setzen. Nun komme ich zu meinem zweiten Kapitel, die Arbeit an sich selbst im Rahmen der bestehenden Kommunikationsstrukturen. Wir können ob dieser Problematik versucht sein, das Bild vom Menschen etwas niedriger zu hängen, aber davon möchte ich unbedingt abraten. Lieber möchte ich betonen, dass wir als soziale Wesen die Summe unserer kommunikativen Handlungen sind. Wer mit diesem Gedanken ernst macht, Gertrud hat damit gestern auf ihre Art und Weise ernst gemacht, wer mit diesem Gedanken ernst macht, hat begriffen, dass wir durch Mitteilungen an andere Anteil am Los und Geschick dieser anderen nehmen. In der kommunikativen Lebenspraxis sind wir immerzu gehalten, vom Ich zum Wir überzugehen. Vermöge ihrer Funktion als Vertreter und soziale Akteure im Namen von anderen sind Kommunikationsdesigner ohnehin fortwährend auf die Kategorie des anderen in ihrem Denken und Handeln bezogen. Sie werben, gestalten, formen immer für andere. Und zwar zum einen für eine Kundschaft erster Ordnung, dem Auftraggeber. Und zum Zweiten gestalten sie die Wahrnehmung der Kundschaft zweiter Ordnung, dem Adressatenkreis. Beiden Sphären, beiden Kundschaften sollen Kommunikationsdesigner Kraft ihrer Funktion gerecht werden. Diese anspruchsvolle Aufgabe umschließt die Kenntnis dessen, was beide Kundschaften wünschen, was beide Seiten für besondere Erwartungen und Bedürfnisse besitzen. Kann der Kommunikationsdesigner als Auftragnehmer guten Gewissens das Image vertreten, das er für seinen Auftraggeber entwickelt? Anders gefragt, welche Werte wollen Sie innerhalb des sozialen Gefüges repräsentiert sehen? Ich glaube, es müsste einem erst einmal gefragt werden, was sind Werte überhaupt? Werte sind unausgeübte Tugenden. Werte sind so lange unausgeübte Tugenden, wie nicht die Arbeit an sich selbst beginnt und damit die fortwährende Überprüfung der eigenen Richtlinien greift.
Wer diese Überprüfung nicht gewillt ist zu leisten, braucht auch keine moralischen Urteile über andere zu fällen. Wie schon Thomas Brown 1643 festhielt, wenn er schrieb: "Further, no man can judge another, because no man knows himself." Wer über andere urteilt, muss sich selbst der Anstrengung der freiwilligen Selbstkontrolle unterziehen. Auch der Respekt vor dem anderen, die Wahrung seiner Würde, die Anerkennung seiner autonomen Rechte ist abhängig von der Frage, ob man selbst überhaupt Wert legt auf ein ethisch tüchtiges Fortkommen. Das Stichwort Aufrichtigkeit ist in diesem Zusammenhang der angemessene Begriff. Aufrichtigkeit und individuelle Selbstkontrolle. Hinsichtlich der Frage, welche Form von Selbstdisziplin man selbst gewillt ist, an den Tag zu legen. Individuelle Selbstkontrolle heißt geistige Arbeit des Subjekts an sich selbst. Individuelle Selbstkontrolle heißt aber auch Prüfung der Kontrollmechanismen, wie sie von Seiten der Umwelt auf unsere intersubjektiven Kommunikationen einwirken. Denn wird nicht die geistige Arbeit des Subjekts an sich selbst durch Arbeitsbelastung, hierarchischen Druck oder durch die Gesetze der sozialen Anpassung blockiert und damit zu einer Frage, ob sich der je eigene expressive Stil der Moral überhaupt in den bestehenden Kommunikationsstrukturen verwirklichen lässt? Einen bloß individuellen und rein selbstbezüglichen Ausdruck von Moral zu finden, kann eigentlich nur missglücken. Denn das bedeutete ja, die soziale Dimension von Kommunikation außer Acht zu lassen und damit Tatsache, dass der Mensch erst in der Beziehung auf das andere Subjekt eine moralische Kommunikation unterhalten kann. Und selbst wenn der Betreffende introspektiv nach dem imaginierten und dem generalisierten anderen forscht, wird sich ein anderer vorgestellt. Die Gabe der Vorstellung eines generalisierten anderen ist die Bedingung der Möglichkeit, dass sich moralische Fragen angemessen beantworten lassen. Die anspruchsvolle selbstgestalterische Aufgabe einer disziplinierten Lebensführung kann sich also nur im Abgleich mit bereits bestehenden ethischen oder moralischen Prinzipien vollziehen. Insofern ist es nicht unklug, sich lebenspraktische Beratung einzuholen in Form von etablierten Richtlinien von Berufsverbänden. So steht beispielsweise im Code d'Ethik bzw. im Code d'Athen, das sind die Grundlagen aller Moralkodizes aller nationalen und internationalen PR-Verbände, dort steht zu lesen, Zitat, dass der Mensch neben seinen Rechten Bedürfnisse nicht nur physischer oder materieller Art, sondern auch geistiger, moralischer oder sozialer Art hat und dass der Mensch diese Rechte nur in dem Ausmaß auch ausüben kann, indem diese Bedürfnisse erfüllt werden. Zitat Ende. Ich halte diese Auskunft deshalb für sehr wichtig, weil sie Teil eines psychologischen Bewusstseins, eines Psychologismus ist, dass die moralischen Tatsachen nicht einfach aus ethischen Prinzipien und rein logischen Gründen ableitet. Vielmehr kommt zum Vorschein, dass erst durch die Deckung von Ansprüchen geistiger, moralischer oder sozialer Art die bestehenden Rechte und die geforderte moralische Kommunikation überhaupt zustande kommen kann. Oder wie es einst einfach und schlicht hieß, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Oder vom Wasser. Gleichzeitig wissen wir zur Genüge, dass die Welt der Arbeit nicht aus unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung besteht. Aus eigener Erfahrung wissen wir um den Umstand, dass die Erfordernisse gesellschaftlicher Arbeit in Widerspruch zu der geistigen Arbeit des Subjekts an sich selbst stehen können. Dieses Subjekt muss die eigenen Kräfte mobilisieren, um sich einen eigenen geistigen Übungsraum zu erschließen. Dies erscheint mir heute wichtiger denn je, gerade in einem Zeitalter, in dem die Gesetze der Marktkonkurrenz allmächtig sind und die soziale Physik des Wettbewerbs für die eigentlichen Gewichtungen innerhalb von sozialen Beziehungen sorgt. Buhlen und Konkurrenz um Aufträge von Seiten der Kundschaft erster Ordnung und Buhlen und Wettbewerb um die Aufmerksamkeit von Seiten der Kundschaft zweiter Ordnung. Die Notwendigkeit, innerhalb dieser Profession Kommunikationen aller Art optimal in Szene zu setzen, mag dazu führen, dass man als Subjekt, ob als Agenturangehöriger, Selbstständiger oder Freelancer, fortgesetzt für andere wirbt und promotet.
Was aber wird auf Dauer aus der betreffenden Person? Ist sie überhaupt in der Lage, sich auch um sich selbst zu kümmern? Und wie soll sie ein Arbeitsleben einigermaßen gedeihlich überstehen und vollenden können, wenn es an der Möglichkeit gebricht, wachsam sein zu können? Wachsam im Sinne der Aufrechterhaltung der eigenen personalen Integrität, der eigenen Wahrhaftigkeit, jenseits der Bedingungen der Selbsterhaltung. Ich denke, diese Frage enthält eine Fülle von Verweisen in die Richtung einer Kommunikationsethik, einer Ethik des Kommunizierens. Der Philosoph Michel Foucault hat in seinem Spätwerk, auf das ich hier Bezug nehme, über den Preis nachgedacht, den das Subjekt bezahlen muss, um sich seine persönliche Wahrheit zu sichern. Ihn bewegte die Frage, Zitat, nach dem Preis, den das Subjekt dafür zu zahlen hat, dass es die Wahrheit sagt, und die Frage nach der Wirkung des Aussprechens der Wahrheit auf das Subjekt, die Wirkung der Tatsache, dass es die Wahrheit über sich selbst gesagt hat und sagen kann, Zitat Ende. Uns dürfte allen klar sein, dass die Wahrheit zu sagen, sagen zu dürfen und sagen zu können, in mehrerlei Hinsicht ein Privileg darstellt. Gerade für den Kommunikationsdesigner ist die Wahrheit zu sagen zu können ein ökonomisches, soziales und auch ethisches Privileg ersten Ranges. In einer Sphäre, die gut und schlecht, schlecht oder böse, vornehmlich zu ästhetischen Größen erklärt, die sich durch Erfolg und Erlös beantworten lassen, hat es mit der Wahrheit des Subjekts eine ganz eigene Bewandtnis. Ad coram publico, im Amphitheater der massenmedialen Kommunikation, die Wahrheit unangefochten und unbeschadet auszusprechen, ist in etwa so sinnvoll wie im römischen Kolosseum die Waffen zu strecken, wenn sich die Löwen nähern. Das Problem ist nicht allein durch die gute Form zu bewältigen. Andere aber mögen sich fragen, ob das Privileg, ja die besondere Seelengröße derjenigen Person, die für sich ethische Ansprüche anmeldet, so umfassend sein muss und ob der Preis oder das Risiko des Wahrsprechens wirklich so groß ist, wie hier apostrophiert. Denn angesichts der modernen Organisationsstrukturen bestehen in der Regel feste Ordnungsstrukturen für Entscheidungsprozesse, eine hierarchische Autoritätsstruktur von oben nach unten, klar umrissene und formulierte Arbeitsanforderungen für jede Organisationsebene, objektive Bewertungskriterien für Leistung und Beförderung und eine Arbeitsteilung nach speziellen Aufgaben und Funktionen, die sich im Gebrauch von bestimmten Kommunikationsstrukturen niederschlagen. Schon allein vor diesem arbeitsstrukturellen Hintergrund müsste man meinen, dass eine Entscheidung darüber zu fällen, was gut und schlecht im Einzelfall bedeuten könnte, prinzipiell einer Vielzahl von Alltagsmenschen zugänglich und daher auch zuzumuten ist. Ohnehin würden Sie sonst wissen, wann man zu lügen hat? Heute kann jedermann verstehen, was die Aufforderung besagen soll: Kümmere dich um dich selbst. So lautete der ursprüngliche Appell des Wahrheitssuchers Sokrates auf dem Athener Marktplatz. Er hielt die Passanten an, sich mit der Sorge um sich selbst zu befassen. Er tat dies, weil er davon überzeugt gewesen ist, dass die Sorge um sich selbst als Voraussetzung dafür zu veranschlagen sei, dass sich jemand in seinen sozialen Bestrebungen an Kriterien von gut und schlecht für sich und für andere orientiert und somit überhaupt erst ethisch wahrheitsfähig wird. Nur wer den Anspruch hat, sich sowohl um sich selbst zu kümmern, als auch eine vernünftige Lebensführung zu praktizieren, kann diese Art von besonderer Einfühlung auch anderen gegenüber an den Tag legen. Wenn wir uns fragen, was die Schwierigkeiten sind auf diesem Weg zur Sorge um sich selbst, stoßen wir in unserem Kontext Kommunikationsdesign auf das Problem der Kommunikation selbst. Die Kommunikation von Geist zu Geist als zwischenmenschlicher Sprechakt ist ja nicht die vorherrschende Bestimmungsgröße, das heißt das leitende Paradigma für die Frage nach dem ethischen Gehalt von Kommunikation. Die Mehrzahl der heutigen Kommunikationsstrukturen sind keine Face-to-Face-Kommunikationen mehr.
Es ist zu untersuchen, ob die üblichen Kommunikationsstrukturen, in denen heutzutage Kommunikationsdesigner werktätig sind, überhaupt so etwas wie ethische Bestimmungen zulassen. Denn jede Kommunikationsstruktur entfaltet einen spezifischen Sinn. Das heißt, sie bietet jeweils nur in einem begrenzten Maße Freiheit, mithin Entscheidungsfreiheit und damit auch die Zurechenbarkeit von Entscheidungen auf konkrete Personen. Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, in welche vorgefertigten Rahmen bestehender Kommunikationsstrukturen die Sorge um sich selbst passen würde. Das ist meines Erachtens eine Schlüsselfrage für die Stellung des Subjekts im Zeitalter der Massenmedien. Nahezu jeder kann von ihnen technischen Gebrauch machen. Jeder von uns kann diese Kommunikationstechniken ganz unabhängig von seiner jeweiligen ethischen Funktionstüchtigkeit nutzen. Diese Einschätzung ist jedoch zu modifizieren. Gibt es doch Kommunikationsstrukturen, für die besondere Voraussetzungen bei den teilnehmenden Akteuren und Kommunikanten geboten werden? Beispielsweise ist die Situation für den Theaterbesucher, den Zuhörer bei einer Tagung oder den Betrachter einer Parlamentsdebatte durch bestimmte kommunikative Regeln gekennzeichnet. Die kommunikative Struktur der Theaterszene oder der Redeszene bei einer Debatte im Bundestag bietet bestimmte Routinen und Abweichung von den Routinen. Wir können die Kommunikation beobachten und uns im unterschiedlichen Maße in die Akteure hineinversetzen, ihre Rolle probehalber ebenfalls mitspielen und von Empathie geleitete Rollenübernahmen erproben. Diese Arten der Erzeugung von wechselseitiger Geist-zu-Geist-Kommunikation weisen deshalb ein Moment von Überprüfbarkeit auf und haben immer schon implizit Wahrheitskriterien im Schlepptau, weil hier stets mitgedacht werden kann, wie sich die Beteiligten an der intersubjektiven Handlung auf eine gemeinsame Wahrheit beziehen, auch wenn sie sich nicht unbedingt und fortwährend über Wahres in ihren kommunikativen Handlungen verständigen. Sind sie vor einem lebensweltlichen Hintergrund gestellt, der einen Bezug auf Wahrheit immer schon mit sich führt? Darüber hinaus sind diese Szenen konkret erfahrbare Situationen, bei denen allen Beteiligten klar sein müsste, dass es einen echten Anlass zur Sorge gibt. Sei es, weil man ihn gerade in Szene setzt oder mit theatralischen Mitteln auf kurze Frist zu überbrücken versucht, oder sei es, dass man etwas für wesentlich für die menschliche Erkenntnis hält und zum Besten geben möchte, oder dass es einen konkreten politischen Handlungsdruck gibt, der einen Anlass zu kollektiver Sorge darstellt. Man hat sich also um etwas zu kümmern, sonst könnte man die Veranstaltung auch gleich bleiben lassen. Und dies hat daher aus klar ersichtlichen Gründen mit wechselseitiger Abstimmung, mit Zuhören und Respondieren können zu tun. Das sind tatsächlich andere Personen, für die es ebenso wie für mich selbst gute Gründe gibt, über eine bestimmte Sachlage einen tragfähigen Konsens zu stiften, der so etwas wie Gesetzeskraft annehmen soll und die daher einen Sinn dafür entwickeln, dass kooperative Verantwortung, wohlgemerkt kooperative Verantwortung, am Platze ist. Diese Beispiele sollen veranschaulichen, in welchen sozialen Situationen überhaupt Verständigung in einem substanziellen Sinne stattfindet. Wir haben hier von Situationen der sozialen Synthesis zu sprechen, die man als solche erst einmal erkennen, unterscheiden und begreifen lernen muss. Wo ist Sorge berechtigt und wo sie legitim erscheint, mit welchen kommunikationsstrukturellen Mitteln sollen welche Zwecke verfolgt werden können. Wir haben uns also zu fragen, in welchen Kommunikationsstrukturen überhaupt ethisch zu Entscheidendes, mithin ethisch Relevantes verhandelt wird. Sind alle Medien in gleichem Maße auf etwas Notwendiges, für das Gemeinwohl aller Notwendiges orientiert und in diesem Maße und an diesem Maße geeicht und auch bewertenswert? Erst vor diesem lebensweltlich fundierten Erkenntnishintergrund brauchen wir Ethikrichtlinien der sozialen Kommunikation. Hingegen benötigen wir sie wohl weitaus weniger dringlich für all diejenigen Formen und Inhalte von Kommunikation, die als allgemeine Unterhaltung, Gerede und Geschwätzigkeit zwar quantitativ ein großes Gewicht besitzen, die aber, weil sie bloß der sozialen Klimatisierung, wahlweise Erregung oder Sedierung oder Aufmerksamkeitssteuerung dienen, ethisch nicht sonderlich buchenswert sind und bloß dem sogenannten Zeitvertreib zugutekommen sollen.
Wir sprechen also vornehmlich über den sogenannten Ernst des Lebens. Zusammenfassend möchte ich noch einmal die Aufgaben benennen, denen wir uns stellen wollen. Wir beabsichtigen, eine Ethik der Kommunikation zu erarbeiten, die bewusst auf den Preis reflektiert, den das Subjekt bezahlen muss, um sich seine persönliche Wahrheit zu sichern. Ferner haben wir die Herausforderung zu bewältigen, für das spezifische Gebiet des Kommunikationsdesigns ethisch verpflichtende Kriterien anzugeben, an denen sich die Betreffenden orientieren können. Dazu muss das Unterscheidungsvermögen von Kommunikationsdesignern entwickelt werden, wo sich, das heißt auf welchen Kanälen, sich Wesentliches ereignet, wo eine Dringlichkeit zur intelligenten und ethisch verbindlichen Intervention überhaupt besteht. Ansonsten machten wir uns, so meine Überzeugung, ob unseres hehren Anspruchs lächerlich, in allen Kommunikationen gleichermaßen den Verdacht der ethischen Unreife wahrzunehmen. Ich möchte meinen, dass es daher für unser Forschungsvorhaben von großer Wichtigkeit sein wird, zu bestimmen, auf welchen Handlungsfeldern, in welchen Kontexten der sozialen Kommunikation von etwas Wesentlichem die Rede ist. Wo wird Verständigung substanziell? Gelingt uns die Bestimmung dieser Frage, so denke ich, sind wir auf einem guten Weg zu einer Ethik für Kommunikationsdesigner, die auch als eine Ethik der Kommunikation Geltung beanspruchen kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf eine fruchtbare Diskussion. Dankeschön.